Quadriga. Es geht weiter. Live Let's Play. Nachher entsteht daraus eine YouTube-Videoreihe und falls ihr davon die erste Folge verpasst haben würdet, werfe ich jetzt den Leuten zu, als Zuruf, die demnächst in der Zukunft diese Aufzeichnung aus der Vergangenheit gucken werden. Irgendwas in der Art. Dann findet ihr dort oben. Da oben findet ihr die Playlist. Draufklicken, erstes Video gucken und nachschauen, was wir an den ersten Erfolgen hatten. Das sind unsere drei Fahrer, Meruftaf, Shemei und Danger oder Denga. Alle drei sind halbwegs fit. Das sind unsere Gespanne. Unsere Wagen, zwei haben wir. Wir könnten einen dritten neu dazu kaufen. Wir können immer nur einen einsetzen, aber welchen Reserve zu haben, ist nicht schlecht. Und wir haben vier Spänner. Ein Pferd ist schlecht drauf, ein Vierer gespannt, zwei, ein anderes ist topfit und geheilt. In jedem Rennen treten wir gleich rundenweise an gegen andere Rennställe. Eines unserer Gespanne setzen wir ein, die anderen bleiben in Reserve zurück. Oben können wir gucken, was wir hier vor Ort kaufen könnten. Wir könnten nochmal Pferde kaufen, die sind aber nicht besser als unsere. Diese Symbole hier zeigen an, die Boni dieser Vierspänner bzw. dieser Fahrer. Bis zu vier solcher Boni pro Einheit kann man haben. Das sind alles Ein-Stern-Bonus. Ein Sternchen hier. Die anderen drei haben wir noch nicht erworben. Über dieses Geld verfügen wir über 4.311 Denari, was furchtbar viel klingt und lächerlich wenig ist. Liebe Grüße an Larnak und danke dir sehr herzlich für dein Twitch-Abo hier. Und wir legen mal einfach los, dann zeige ich euch das. Wir starten mit Meruftaf, mit einem besseren Wagen natürlich, der ist beschädigt. Jetzt ist alles grün, nichts leuchtet auf, damit kann man loslegen. Wir könnten einen Teil unseres Geldes investieren, um einen weiteren Wagen auf Vorrat zu kaufen. Die sind aber mau, die uns hier angeboten werden. Maximal ein Skillpunkt können wir auch lassen, denn der Wagen sollte gleich auch ausgeheilt sein. Das ist alles gut. Wir gehen los und starten ins erste Rennen. Auf geht's. Starten mit Meruftaf. Auf geht's. Und jetzt habt ihr einen kleinen Moment der Ruhe und dann beginnt der Sturm. Das ist die Ruhe vor dem Sturm jetzt und das ist ein Event. Eines gibt es immer vor Start eines Rennens und einige Fanatiker einer anderen Fraktion, eines anderen Rennstalls wollen unseren Auriga, unseren Wagenlenker angreifen. Das heißt, wir sollten, das bedeutet taktisch für uns, wir sollten versuchen, Auseinandersetzungen während des Rennens nach Möglichkeit aus dem Weg zu gehen, weil die Wahrscheinlichkeit besonders hoch ist, dass uns Leute angreifen werden, egal ob es ihnen etwas nützt oder nicht. Einfach aus blankem Hass heraus. Deshalb sollten wir allen Streitigkeiten aus dem Weg gehen. Unter diesen schwierigen Bedingungen wette ich nicht. Ohnehin, wir würden nicht sehr viel Geld dabei gewinnen. Wahrscheinlich wird es ein Rennen sein mit nur vier Wagen. Hier seht ihr, das stimmt. Auf vier Spuren. Dreimal rund um diese Arena herum. Drei Runden werden absolviert. Dann heißt es Rennen vorbei. So lange währt eine Arena. Wir haben bei jedem Fahrer immer eine Reihe von Befehlen, die wir ausüben können. Zu Beginn sind es nur zwei zur Auswahl. Wir können unsere Pferde peitschen oder sie normal beschleunigen. Beim Peitschen kann es mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit passieren, dass unsere Pferde blutig gepeitscht werden. Dann verlieren sie an Lebenspunkten und danach laufen sie etwas langsamer voran. Zu Beginn kommt man nicht umrum, die zu peitschen. Ansonsten haben wir einen zu schlechten Start. Aber jedes Peitschen birgt ein Risiko. Später wird im Laufe des Rennens ab der vierten Runde, die wir gleich haben werden, nicht der vierten Runde so rum, sondern der vierten Runde, in der wir Befehle geben können, werden noch weitere Befehle dazukommen. Eine größere Variabilität wird es geben. Ausweichen, andere Leute rammen, was auch immer. Wir beginnen mal mit Peitschen. Und Achtung, noch konnte ich erklären, jetzt kann ich gleich nicht mehr erklären, denn jetzt peitsche ich. Es läuft oben ein grüner Balken ab. Wenn er durchgelaufen ist, wird der Befehl, der im Augenblick grün ist, ausgeführt werden. Ich klicke auf nochmal peitschen. Jetzt kommt die zweite Runde. Wir peitschen uns voran. Die sind aber deutlich schneller. Unsere Pferde sind echt mau. Ich klicke nochmal auf peitschen, sonst hängen wir hinten fest. Wir peitschen uns nochmal voran. Die peitschen sich ebenfalls. Wir sind ganz, ganz schlecht. Ich gehe mal auf normale Beschleunigung. Und das ist riskant, denn mit Beschleunigung kommen wir in diese Kurve rein und sind viel zu schnell. Jetzt versuche ich mal mit Bremsen. Nee, mit Peitschen. Was hat er übernommen mit Peitschen? Das war knapp. Riesenrisiko, wir sind oben gelb. Das ist super riskant. Wir wechseln, soweit es geht, nach außen. Wir haben ein wahnsinniges Tempo.
Und jetzt haben wir einen riesigen Vorsprung. Wir hatten ein Schweineglück. Wir sind viel zu schnell. Unten ist es dunkelrot. Wir können gleich tödlich verunglücken. Wir fahren mit Stabilität weiter. Und jetzt haben wir, wir hatten unfassbar viel Glück, einen riesigen Vorsprung. Wir fahren mit Stabilität weiter. Wir haben richtig schlechte Pferde. Eines unserer Pferde. Zwei Pferde haben nicht mehr viele Lebenspunkte. Wir liegen weit vorne. Es sind nur anderthalb Runden zu absolvieren. Das sieht nach einem Start-Ziel-Sieg aus. Man muss fairerweise sagen, wir haben ein Schweineglück. Dieser Befehl hier heißt stabilisieren. Sich total fokussieren, dass man gut durchkommt. Das reduziert die Wahrscheinlichkeit, dass man verunglückt. Wir liegen so weit vorne, dass ich diesen Befehl noch einmal gebe. Hinter uns kommt niemand ran. Wir haben eine relativ kleine Arena. Normalerweise sind die viel größer. Das ist das vorletzte Mal, dass wir auf die Zielgerade zufahren. Das ist ein sehr bequemes Rennen, das wir im Augenblick haben. Wir bleiben weit außen, fahren mit Stabilität weiter. Hier ist ein hölzerner Delfin, der noch umgedreht wird. Der wird umgedreht werden, wenn wir oder jemand anders die Ziellinie als erster überquert. Wir fahren mit Stabilität weiter. Die holen systematisch auf. Es könnte sein, dass wir nicht siegen werden, weil der uns noch überholen wird. Das ist der Feind, den wir im Auge behalten müssen. Wir bleiben mit Stabilität hier und kommen gut durch. Der holt auf. Wird er uns noch einholen können? Das kann er nur, wenn er die Bahn wechselt. Er müsste eins nach innen wechseln mit höherem Risiko, um an uns noch vorbeikommen zu können. Und jetzt bremst er. Warum, ist mir ein Rätsel. Und jetzt gewinnen wir das locker. Wir peitschen auch nicht mehr. Wir müssen nur bis zur Ziellinie kommen. Er fährt auf uns auf und wir haben locker gewonnen. Das war unfassbar. Das kommt durch das Erklären. Riskant gespielt. Das hätte dramatisch in die Hose gehen können. Wir haben es geschafft. Aber das war absolut riskant gespielt. Und es ist pures Glück, dass wir es geschafft haben. Das hätte eigentlich in die Hose gehen sollen. Als Erstplatzierter haben wir eine hohe Siegprämie. Als Zweitplatzierter eine, die okay ist. Als Drittplatzierter eine, die wir mitnehmen, und alle anderen nach den Drittplatzierten, die überhaupt ins Ziel kommen, bekommen noch eine kleinere Geldprämie. Wer es nicht schafft, ins Ziel zu kommen, weil er verunglückt, bekommt auch kein Geld. Das war ein cooler Sieg, aber ich kann es nur noch mal sagen, wir hatten mehr Glück als Verstand. Rein ins nächste Rennen. Das war kein Skill, lieber Larnak. Das ist sehr lieb, dass du das schreibst, aber ich sag's ganz offen, es war mehr Glück als Verstand. Wir machen gleich das nächste Rennen weiter. Wir haben eine Siegquote von 50%. 4 Rennen absolviert, 2-mal gewonnen. Das läuft so nicht weiter. Was machen wir jetzt? Wir haben keine besseren Optionen. Es gibt nichts, was wir kaufen könnten, was besser wäre als das, was wir haben. Unser Meriv Taff war so erfolgreich, dass er einen zweiten Skillpunkt dazu bekommen hat. Ein Konstitutionspunkt, der das Risiko verringert, dass er betäubt wird oder Schaden erleidet, wenn er Schaden erleidet. Also wenn er gerammt wird, wenn er gepeitscht wird. Wie wahrscheinlich ist es, dass ihm dauerhaft ein Missgeschick dabei passiert? Der ist also stabiler quasi. Das bedeutet dieses Herz, das er bekommen hat. Wir könnten ihn wieder einsetzen, aber ich frage mich gerade, ist er gesund? Ich glaube, er ist nicht ganz gesund, oder? Wir reparieren hier einmal. Wir tauschen das hier mal aus. Das Pferd ist leicht verwundet. Die Pferde, wir tauschen das aus. Hier, ja, ich glaube, er war verwundet. Ne? Er ist geringfügig verwundet. Dann setzen wir einen der anderen Fahrer ein. Der hatte auch schon mal einen Sieg. Er hatte auch einen. Und ich finde, wir können es uns leisten, mal auf Vorrat hier mit den 6270 Denari den hier noch zu kaufen. Damit haben wir wenigstens, falls uns ein Missgeschick passiert, einen dritten zur Auswahl. Bis zu 4 kann man haben, mit wenigstens einem Skillpunkt. Rein ins nächste Rennen. Shimei, ready to go? Auf geht's! Die Sonne blendet uns und die Wahrscheinlichkeit, dass wir betäubt werden, ist eine größere. Das betrifft aber alle Fahrer. 3-1 wird gegen uns gewettet und ich wette mal so, dass wir im Siegfall, ich wette, hau mal richtig Geld raus, im Siegfall hätte ich gerne, wir wetten mal alles, nee, wir wetten 2000, dass wir 2000 gewinnen würden auf Sieg, es geht nur auf Sieg, wenn wir 5 und 500 geben wir. 3-1 wird gegen uns gewettet, wir dürfen nicht betäubt werden. Das heißt, wir sollten massakern, gegnerischen Angriffaktionen versuchen, aus dem Weg zu gehen, rein ins Rennen. Liebe Grüße an Nafe, 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 Riziak.
wie auch immer du dich aussprichst. Liebe Grüße an dich und Dankeschön für den Twitch-Abo hier. Vielen lieben Dank. Rein ins erste Rennen. Jetzt haben wir gleich 6 Fahrer für nur 4 Bahnen. Da wird es noch nötiger zu peitschen. Gebt Gummi, Leute! Lasst die Peitsche singen und klingen über den Köpfen eurer Pferde. Wir peitschen nochmal. Wenn Blutstropfen spritzen würden, wir hier unten zu sehen, wäre das doof, dann hätten unsere Pferde Schaden, den sie bis zum Rest des Rennens behalten würden. Wir peitschen nochmal. Ich will allen Rammaktionen aus dem Weg bleiben, weil wir können dabei betäubt werden. Wir haben gute... Wir gehen mit Stabilität... Nee, ich gehe auf die Außenbahn. Auf die Außenbahn. Und mit Stabilität durch die Außenbahn durch. Wurde uns schon vorgeschlagen. Ihr seht ja einen gelben Balken. Der zeigt an, dass das Risiko, das zu verunglücken, relativ groß ist. Denn die 4. Bahn ist immer noch eine sehr schnelle. Wir fahren so weiter. Die Rennen sind später auf größeren Arenen mit mehr Bahnen viel dramatischer und abwechslungsreicher und blutiger. Das geht noch. Also auf diesen Bahnen, wenn man mit den Blauen spielt, die sehr schnell sind, hat man relativ gute Chancen, ein paar frühe Ersterfolge zu bekommen. Das läuft auch ganz gut. Das sieht mal wieder nach einem ungefährdeten Start-Zielsieg aus. Aber wir warten mal ab. Denkt dran, wir können jederzeit betäubt werden, wenn die Gegner uns angreifen. Das ist die drittletzte Kurve, in der wir reinfahren. Gegner hinter uns. Ja, das sieht alles sehr solide aus. Wir fahren mit Stabilität weiter. Vorletztes Mal auf der Zielgerade. Das sieht wirklich leicht aus. Das ist der Vorteil, die Blauen, die wir haben. Die haben halt solche Boni, die auf Geschwindigkeit geben. Deshalb sollte man den mit den versuchen, von vorne zu fahren. Und wenn man dann einmal auf den engen Arenen vorne ist, dann kann man das auch gut halten. Das ist jetzt bereits das vorletzte Mal, dass der Delfin umgedreht worden ist. Das ist bereits die letzte Bahn. Und das würde ich gerne mitnehmen, hier zu gewinnen. Das wäre eine coole Geschichte. Wir können übrigens auch in diesen billigen Arenen in der Provinz kein gutes Equipment kaufen. Deshalb haben wir nur bedingt etwas von den Denarii, die wir hier erwerben. Wir können hier keine besseren Pferde kaufen, keine besseren Wagen kaufen. Und das wird eine ganz souveräne Geschichte. Solange der Balken durchläuft, können wir Befehle geben, danach nicht mehr. Das ist eine ganz solide Geschichte. Das ist ganz simpel, was wir erschaffen. Und wir können sogar drüber nachdenken, nennt es Hybris oder Kackheit, Frechheit. Wir können sogar uns überlegen, Frage an den Chat, ob wir eventuell sogar jetzt schon mal wechseln in eine andere Stadt mit schwierigeren Gegnern. Denn wenn man im 5. Rennen vor Ort das 3. Mal siegt, da könnten wir vielleicht sagen, Leute, wir packen es auch in anspruchsvolleren Arenen mit schwierigeren Gegnern. Liebe Chatmods, Punisher, Kiba, wie seht ihr das? Meint ihr, wir können wechseln in eine andere Stadt? Oder sagen wir, nichts riskieren? Weitermachen. Ich würde es versuchen, aus dem Grund, weil sonst haben wir die Zuschauer von unseren Fahrern genug. Dann gehen wir wieder das Risiko ein, dass sie uns mit was bewerfen. Kiba, deine Meinung? Ich schließe mich dem Chat an. Im Chat keine Proteste, wir versuchen es mal. Cäsar Norbi schreibt, wir haben genug Erfahrung, wir riskieren es mal. Wir wechseln aus der tiefsten Provinz und jetzt wird uns angeboten eine dieser Arenen. Das hier hatten wir gestartet. Wir könnten wechseln gegen Geld in die eine Kategorie 2 Arena oder sogar in eine andere Kategorie 2 Arena. Wenn wir hier einen Auriga kaufen würden, hätten die ein extra Upgrade. Wir bekommen hier bessere Fahrer und hier bekommen wir billigere Wagen. Gehen wir auf Geld. Ist Geld unser Problem oder gute Fahrer zu bekommen? Ich würde denken, wir versuchen mal hier billigere Ausrüstung zu bekommen. Hier könnten wir einen Zweierfahrer kaufen. Ich guck mal, dass wir einen besseren Fahrer hier bekommen. Dafür geben wir 1500 unserer hart ersparten Denarii aus. So, jetzt sind wir hier vor Ort und gucken gleich mal. Ja, nein! Nein! Wir könnten einen Dreierfahrer hier kaufen. 27.000 Denarii, die haben wir nicht. Wow. Hier bekommen wir aber echt gute Fahrer. Richtig gute Fahrer. Da müssen wir lange arbeiten, bis wir das Geld bekommen. Hier sind die Siegprämien auch eine höhere. Wir starten mit dem Zweierfahrer, den wir haben. Wir starten mit einem besseren Wagen. Und wir starten mit unseren Pferdchen, die sind top. Und gehen gleich rein ins nächste Rennen. Und gucken mal,
das Angebot ist nach dem nächsten Rennen natürlich wieder ein anderes, wie hart die Gegner hier sind. Wir versuchen es mal. Oh nein, eines unserer Pferde wurde in den Ställen verwundet. Das heißt, wir starten mit jetzt schon schlechteren Fahrern. Unter der Bedingung, mit schlechteren Pferden, unter der Bedingung riskiere ich kein Geld. Es wird keine Wette absolviert, nichts. Wir sind auf einer Außenbahn und hier sind da schon 6 Bahnen, glaube ich, auf jeder Seite. Und ich wette, wir haben 8, 10 verschiedene Wagen. Mal gucken. Wir peitschen uns voran. Es sind nur 4. Ach, und es ist auch nur eine 4er-Bahn. Das ist ja ein Ding. Die Bahn ist auch eine kleine. Das hätte ich nicht gedacht. Ich dachte, es wäre eine größere Bahn hier. Wir haben hier keine Chance zu gewinnen. Ich peitsche trotzdem nochmal. Wir müssen bei dem Tempo gucken, dass wir eins nach links wechseln. Wir peitschen rüber. Wir versuchen, ihn in der Peitsche zu treffen. Habt ihr gesehen, wir haben da links gepeitscht und es hat nicht geklappt. Wir wechseln eins nach links in der Kurve. Wir nehmen die schnellere Innenbahn. Wir werden aber von der Fliehkraft nach außen getragen, wegen des hohen Risikos, das wir eingegangen sind. Und jetzt wechseln wir eins nach links. Wir haben die Peitsche verloren. Wir haben beim Peitschen die Peitsche verloren. Wir können nicht mehr peitschen. Er peitscht sich auf uns drauf und wird gleich ausgestoppt. Und wir können nur noch rammen. Wir können nur noch normal beschleunigen. Wir können unsere Pferde nicht mehr peitschen. Wir liegen auf dem 3. Platz. Und die Gegner sind auch besser als vorher. Wir gehen mit Stabilität durch die Kurve. Wir werden eins nach außen getragen. Trotzdem, das ist ein ganz, ganz schlechtes Rennen hier. Mit Pferden, die verwundet sind, ohne Peitsche. Wir können auf niemanden drauf dreschen. Ich wechsle mal eins nach links. Ich wechsle 2 nach links. Eine nach links. Zur Erinnerung, auf dem 3. Wir müssen nur ins Ziel kommen, dann bekommen wir schon ein bisschen Geld. Als Drittplatzierter bekämen wir auch Geld, aber nicht so viel. Etwas mehr als Viertplatzierter. Mit Stabilität rein. Wir liegen auf dem 3. Platz. Die 3. Fahne wird hier auch angezeigt. Wir fahren so weiter. Das ist das vorletzte Mal Fahrt auf die Zielgerade. Und hatte er auch keine Peitsche mehr? Hat er auch seine Peitsche verloren? Wir fahren so weiter. Jetzt das letzte Mal hier durch. Jetzt sind wir eins nach außen getragen, weil wir trotzdem noch zu schnell waren für die Bahn. Ich wechsle wieder eins nach links, in der Hoffnung, dass er nicht peitscht. Er peitscht nicht. Wir gucken mal, ob irgendwas auf... Na, wir können nicht gucken, wir fahren mit... Aber ich hoffe, hier liegt nichts, kein Hindernis. Wir fahren mit Stabilität auf der Innenbahn durch. Das sollte ein stabiler 3. Platz werden. Das ist nicht viel. Weil wir auch nur 4 Gespanne hatten, ist es auch wenig Geld, das wir kassieren. Wir werden wieder nach außen getragen. Mühsam ernährt sich das Eichhörnchen, klein fängt alles an. Das ist die Zielgerade. Wir wechseln nicht nach innen. Denn er kann uns nur überholen, wenn er an uns vorbeiziehen würde. Und das kann er nur, wenn wir die Bahn wechseln. Und jetzt kommen wir ins Ziel. Und das war's dann auch schon. 3. Platz, 1200 Denari. Mäßige Musik. Wie geht's weiter? 27.000. Einmal reparieren. Der Rest muss aushalten. Hier ist noch ein bisschen gelb vom Wagen. Das wird automatisch, heilt sich das aus. Der Fahrer, dem geht's ganz gut. Den könnten wir nochmal einsetzen. Die Pferde sind leicht verwundet. Und wir nehmen denselben Fahrer nochmal und starten mit ihm nochmal ins Rennen. Was ich echt schade finde, dass wir nochmal so eine Arena hier haben, die relativ klein ist. Ich hätte gerne mehr Abwechslung. Ich würde gerne mit euch in eine der größeren Arenen mal fahren können. Nein, jetzt ist, als wir unten standen, im Keller, bevor wir hochkamen, ist unser Wagen beschädigt worden, als er dort parkte. Das ist ja saudoof. 2 Negativ-Events hintereinander. Wir peitschen nochmal. Aber ihr seht hier am Wagen... Nee, kann man nicht erkennen. Gute Bahn. Sehr gute Bahn. Nochmal peitschen. Das ja. Ein bisschen normale Beschleunigung weiter. Das könnte ein Start-Zielsieg werden. Wenn... Jetzt haben wir gerade Blut verloren. Wir fahren normal weiter. Die fahren auch normal weiter. Er peitscht. Mit Stabilität weiter. Die reihen sich hinter uns ein. Ich
die auf Avoid Aggressions, habt ihr gesehen, er auch. Das heißt, man verhindert, die ziehen an uns vorbei. Das ist mies. Ich peitsche mich an denen vorbei jetzt. Ich versuche, nein, und verfahren auf ihn drauf. Ist das ärgerlich. Jetzt werden wir ausgebremst. Das ist das Dümmste, was uns hätte passieren können. Ganz, ganz doof. Mit Stabilität durch die Bahn durch. Nach links peitschen. Mal gucken, ob wir ihn erwischen können, wenn wir auf ihn peitschen. Wir haben seine Pferde getroffen. Wir haben seine Pferde blutig gepeitscht. Aber wir haben ihn nur einmal getroffen. Wir versuchen nochmal zu peitschen. Er ist mal ein Stück weg von uns. Das ist ganz doof. Und wir wechseln zwei nach links. Letzter Platz für uns. Das Rennen läuft nicht gut. Zwei nach links. Jetzt versuchen wir mit Risiko, mit zu viel Risiko, durch diese Kurve auf der schnellen Innenbahn zu kommen. Wir werden eins nach außen getragen und peitschen uns nach vorne. Vielleicht klappt das. Vierter Platz. Letzter Platz im Augenblick. Gehen mit Stabilität in die Kurve rein jetzt. Und unsere Bahn ist schneller, weil kürzer als die Bahn 1 draußen. Ich versuche ihm nochmal per Peitsche. Nee, der ist zu schnell für uns. Ich wollte auf Peitschen klicken, aber das war schon zu spät. Das wird nichts mehr. Wir könnten noch einmal. Sollen wir in die Kurve peitschen? Nein. Wir wechseln. Schon wieder zu. Eine Sekunde zu spät geklickt. Zweimal hintereinander. Jetzt gehen wir voll. Jetzt wechseln wir eins nach links. Jetzt haben wir. Jetzt gucken wir, ob wir die Innenbahn noch irgendwas erreichen können. Gelber Pfeil rechts, super riskant. Und jetzt peitschen wir auf jeden Fall. Alles, was gibt, wir peitschen uns nur voran. Das wird er allerdings auch machen, oder? Jetzt wird nochmal gepeitscht. Er peitscht nicht. Kriegen wir noch einen dritten Platz. Unten, knallrot, super riskant, was wir machen. Es kann sein, dass wir verunglücken. Und alles nur für einen popligen dritten Platz, den wir vielleicht noch bekommen. Vierter Platz. Das war ein ganz, ganz schlechtes Rennen. Das war ganz, ganz, ganz schlecht. Das war ganz peinlich. Schnell weiter. Das war furchterregend schlecht. Das war super peinlich. Das war echt abgrundtief peinlich. Furchtbar.